Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Wasserkämpfer der Dracheninsel oder genauer gesagt hier um den Sedimotis. Dafür befinde ich mich jetzt hier im Gebiet Aldrassus und zu etwa 56-49. Und ja, das Team der Gang zu besiegen sieht die Vogue das. Wir nehmen hier Tankkrabbel oder eine andere Krabbe mit zerfetzten Stachelpanzer und Blut im Wasser. Hier sollten eigentlich jede Art von diesem Pet und auch jeder Breed funktionieren. Also ist auch egal, ob man jetzt schneller ist oder langsamer als ja, das erste Pet, also die Kakerlake. Dann Benax mit Wasserjet, Schlammlawine und Blase und Einsiedlerkrebs mit Kneifen, Panzerrüstung und Strudel. Beginnen gleich den Kampf. Und hier gleich zu Beginn einmal Stachelpanzer einsetzen, was sehr effektiv ist gegen den Schwarm. Dann einmal zerfetzen und dann mit Blut im Wasser sollte man den Gegner besiegen. Beziehungsweise eventuell auch die Blutung von Zerfetzen sollte ebenfalls ja, den Rest erledigen können. Wenn man da ein bisschen schneller ist, kann es sein, dass man hier eine Runde weniger Schaden abbekommt. Dann gegen die Katze einmal hier Zerfetzen einsetzen. Dann sollte die Krabbe etwa bei 50% liegen. Hier wurde ich auch noch gleich getrittet. Ist jetzt nicht allzu schlimm. Normalerweise sollte die Krabbe eigentlich nicht mehr in den Kampf eingreifen müssen. Denn wir schicken jetzt Benox in den Kampf. Setzen einmal die Blase ein. Dann Schlammlawine. Und danach Wasserjet. Und eigentlich sollte dann der Wasserjet den Rest erledigen können. Oder auch die Blutung hiervon zerfetzen. Dann gegen das Huhn wechseln wir ebenfalls wieder weiter. Und zwar auf den Einsiedlerkrebs. Setzen einmal die Panzerrüstung ein, was sehr effektiv ist gegen die Schar. Dann einmal Strudel. Und danach arbeitet man weiter mit Kneifen, solange man kann. Normalerweise sollten zwei Attacken hier möglich sein. Wenn man hier aber ein Crit abbekommen hat, kann es sein, dass man vielleicht nur eine einsetzen kann. Aber eben, wenn ihr noch da etwas einsetzen könnt, setzt einfach Kneifen ein. Ich werde jetzt hier einfach passen, bis ich hier weggehauen werde. Dann kommt gegen das Huhn der Benox in den Kampf. Hier sollte mindestens einmal die Blase eingesetzt werden können. Dann Schlammlawine. Da ich eben jetzt vorhin einmal gepasst habe, wegen diesem verändert sich ein wenig das Kampfgeschehen. Normalerweise würde man getroffen werden vom Picken und danach sollte dann eventuell die Schar eingesetzt werden. Ab und zu bekommt man wieder Schaden vom Picken, aber es gleicht sich immer ein wenig aus. Normalerweise sollten dann hier zwei Wasserjets eingesetzt werden können, bis man halt ja, den Kampf gewonnen hat. Und ja, das war's dann für diesen Guide. Ich hoffe, ihr konntet euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!